Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Auxilium Stack Talk. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das DSM 7.1 bzw. Xpenology unter Proxmox virtualisieren könnt. Dazu legt ihr im Proxmox eine neue virtuelle Maschine an. Bei mir ist es jetzt die 100. Ich nutze Proxmox sonst nicht, deswegen habe ich jetzt da nichts weiter drin. Bei der Hardware, ich habe mir jetzt 4 GB Speicher zugewiesen auf 6 Prozessorkerne. BIOS, lasst ihr bitte CBIOS. Also Standardeinstellung, Standardeinstellung, Standardeinstellung. SCSI ist eigentlich egal. Ich habe keine einzige Variante gefunden, wo SCSI wirklich zufriedenstellend für mich läuft. Laufwerk, fügt ihr die Größen hinzu, die ihr haben wollt. Netzwerkkarte müsst ihr dann die MAC-Adresse eintragen, die euch der Serial Chain ausgibt. Aber auch nicht das Problem. Und den seriellen Anschluss, da zeige ich euch gleich, wie ihr den hinzufügt. Ansonsten bei OS-Typ Linux 5x 2.6 Kernel. Den Rest könnt ihr auf Standardeinstellungen lassen. So, na, dann zeige ich euch mal, wie der ganze Spaß funktioniert. Gehen wir erst einmal in die Konsole. Dann gehen wir. Das ist der Proxmox-Server bei mir. Da habe ich jetzt ins Root diese Tiny Core Red Pill 0902 gelegt. Die bekommt ihr bei Poco Pico, Tiny Core Red Pill. Tiny Core Red Pill, wechselt bitte in die Develop Branch, dass ihr die neueste kriegt. Und da habt ihr diese IMG hier. Darauf drücken, Download, das ganze Ding entpacken, dass ihr die IMG-Datei habt. Und wenn ihr die IMG-Datei habt, ich habe sie jetzt bei mir in Root gelegt, dass ich sie immer wieder Zugriff habe. Ansonsten könnt ihr es auch in Temp legen. Das ist relativ egal. So, dann importieren wir diese Datei in die VM, der ID 100, QM Import Disk 100, der Pfad zur Datei, also zur IMG, und dann Local LVM. Importieren wir den ganzen Spaß. Zusätzlich füge ich gleich noch ein Serial Socket hinzu mit QM Set 100 minus Serial 0 Socket. Okay, hat es jetzt bloß updated bei mir, weil ich hatte es ja schon angelegt. Dann geht ihr auf der VM auf Hardware. Da seht ihr bei mir den seriellen Anschluss und hier habt ihr die Disk. Die Disk auf die 0 natürlich. Hinzufügen. So, jetzt ist sie auf 0. Optionen. Bootreihenfolge natürlich die 0 als erstes Gerät und aktiviert. Und dann können wir auch schon die Konsole starten. Tiny Core Red Pill. Lassen wir das ganze System mal starten. Ja, falls ihr Discord habt, ich habe unten in der Beschreibung einen Discord-Link zu meinem Discord-Server. Ich werde da, ich bin relativ viel online. Wenn ihr Fragen, Anregungen, irgendwas habt, meldet euch da bitte einfach. Geht bedeutend besser, als wenn ich es hier über die YouTube-Kommentare probiere zu beantworten. So, System ist gestartet. Meine IP ist die 10.0.2.4. Das Ganze habe ich natürlich auch schon hier angelegt. Ja, die muss ich jetzt nochmal zumachen. Neue Sitzung. 10.0.2.4. Benutzername TC und Passwort ist wieder großes P, dann ist A als Add und das O als 0. Ja, ich war ja schon verbunden. Dann sieht das so aus, was ihr drin habt. Wir müssen nämlich dann die User-Config anpassen. Deswegen. So, also Passwort. Dann machen wir erst einmal ein rploader.sh full upgrade now. Dann lädt er sich die ganzen aktualisierten Daten. Das Ganze möchten wir natürlich aktualisieren. Als nächstes gibt es einen Serial Chain DS3622 XS Plus. Speichert euch die MAC-Adresse raus, die hier
angegeben wurde, oder also ändert die dann vom Adapter oder ändert die hier auf die vom Adapter, geht auch. Beachtet aber, ihr braucht eine 001132 am Anfang, sonst geht's nicht. Jetzt habe ich jetzt mehrfach durchgetestet. Ich habe mit den normalen MAC-Adressen kein Glück gehabt, dass dann das Xpenology richtig lief, beziehungsweise ich Zugriff auf gewisse Funktionen bekommen habe. Als nächsten Schritt SADA-Map, dass er die Festplatten findet. Hypervisors KVM, das stimmt. Intel, ja, meinetwegen. Zwei Drives detected, das passt. Okay, so, jetzt schauen wir mal ganz kurz in die User-Config. Da sehen wir jetzt SADA Map 1 und Disk Map 10. Falsch. Die müssen wir ändern. SADA Port Map 4, Disk IDX Map auf 00. Die Seriennummer können wir theoretisch lassen. Außer ihr habt eine, die ihr eintragen wollt. Mac ändere ich auf die MAC-Adresse von meinem Adapter. Und ich mache noch etwas. Netif num Doppelpunkt 1, Komma. Ich weise der ganzen VM nur einen Netzwerkadapter zu, dass es Xpenology weiß, es ist nur ein Netzwerkadapter da. Ansonsten gibt es wieder kleine Funktionsprobleme. Deswegen diesen Trick. Gleich vom Start raus. Ihr könnt es dann auch im Nachhinein noch anpassen, aber das ist zu umständlich oder mir persönlich zu umständlich. Deswegen gleich von Haus aus hinzufügen. Das Ganze abgespeichert. So, schließen. Und dann lassen wir den Spaß mal bauen. Dann haben wir ein Build, ein Nein, noch nicht ganz. Jetzt schauen wir erstmal, ob die Erweiterungen richtig geladen wurden. Das ist einmal die Wirt.io. Die Befehle schreibe ich euch wieder unten in die Beschreibung. Und schauen wir mal. Sieht mir nicht aus, wie wenn er schon da ist. Nein, war noch nicht da. Jetzt ist er da. Und parallel dazu noch den ECPD, dass der Shutdown richtig funktioniert. Okay, jetzt lassen wir das bauen. RP-Loader SH Build Broadwell NK-7.1.0-42661. Gerade festgestellt, meine Tastatur hat einen Fuß weggeklappt. So, und Start. Lassen wir den Loader mal arbeiten. Ich lasse es jetzt auch eingeblendet, dass wir sehen, ob ein Fehler kommt oder ob es bei euch irgendwie anders aussieht. Ja, ansonsten hat es mich sehr viel Zeit gekostet, den Spaß hier mit Proxmox zu virtualisieren, weil mein Proxmox läuft im ESXi. Und ESXi hat gewisse Sicherheitsvorkehrungen drin, dass die MAC-Adressen nicht weiter durchgereicht werden von virtuellen Maschinen. Also ich kann jetzt die MAC-Adressen nicht faken. Deswegen muss ich jetzt erstmal die MAC-Adresse freigeben. Ist etwas tricky. Mit der Performance bin ich soweit zufrieden. Habe einiges durchgetestet. Die Einstellung, was ich jetzt nutze, würde ich euch empfehlen. Was Arbeitsspeicher und CPU angeht, könnt ihr auch frei wählen. So, da haben wir den ganzen Spaß auch schon. Dann machen wir jetzt noch ein Backup von der ganzen Sache. Dauert natürlich etwas. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Fragen oder Fragen habt, Hilfe braucht, meldet euch im Discord bei mir. So, dann exec sudo reboot. Geht mein Fenster eh zu. Ist okay. Zurück ins Proxmox wechseln.
Proxmox wählt da jetzt Standard eh schon den SATA aus, den lassen wir jetzt laden. Boot in Kernel. So, dann hatte ich ja die 10.0.2.4. Der dürfte noch nicht da sein, so schnell ist er nicht. Ihr könnt es auch mit find.sign oder g.com wieder machen. Connection refused. Kommt gleich. Proxmox NAS, okay, gut. Ja, ich hatte jetzt schon eins angelegt. Wenn ihr die Installation noch haben wollt, kann ich jetzt gerne die Festplatte nochmal löschen. Also es würde auf jeden Fall funktionieren, ihr seht. Ich habe hier im Infocenter die neue ID, das Proxmox. Ansonsten bei Netzwerk, Netzwerkschnittstelle, die 2.4er DHCP zugewiesen. Wenn wir beim Adapter schauen, steht auch nichts weiter drin. So, ich werde es jetzt trotzdem noch einmal herunterfahren. Ich werde mal die 200 GB Platte noch löschen, um euch zu zeigen, wie die Installation dann vonstatten geht. Dazu holen wir uns schon mal bei Download Synology, Download Sender, NAS Typ, NAS 3622 XS Plus 7.1 Download. Download. Danke. So, da haben wir die Datei auch schon. Jetzt schauen wir mal im Proxmox, ja, erst runtergefahren. Ich lösche jetzt mal ganz schnell diese Festplatte raus, diese 200 GB, weil auf der war es nämlich schon mal installiert. Unused Disk, die entfernen wir jetzt. Hinzufügen ein Laufwerk SATA auf 1, genau, Storage Local. Größenmäßig könnt ihr zuweisen, was ihr wollt. So, jetzt ist es eingehangen wieder. Start. Starten wir das Ganze noch einmal. Da ist er. Wieder auf die IP zugreifen. Okay, da ist jetzt noch nicht da. Das war jetzt zu schnell. Ihr bekommt hier bei dem DSM 7.1, habt ihr bei Versionshinweise Update 3, Update 2, Update 1. Update 2 und Update 3 funktionieren aktuell nicht. Das kann der Loader noch nicht. Ihr könnt aber Update 1 wenigstens herunterladen. Ich habe es auch immer in meine Dateien, also in meine Zips auf dem Google Drive mit reingepackt zum Download. Könnt ihr auch hier runterladen. Das sucht ihr euch dann jetzt hier raus. Prodwell, NK. 3622 XS PAT 4,47 MB. Einfach runterladen. Und dann könnt ihr die manuell mit einlesen. Über die Aktualisierung zeige ich euch dann gleich. Ich lade sie gleich mal noch mit. So, in der Zwischenzeit müsste genau. Seht ihr, es geht. Ein neues NAS. Festplatten wurden auch erkannt, sonst hätte ich jetzt eine Meldung bekommen. Die ich gerade heruntergeladen habe. Der kleine Trick bei der Hardware. Prozessoren habe ich auf Host gestellt. Ich habe es hier weder mit KVM noch mit QEMU zum Laufen bekommen, ordentlich. Also ich hatte immer Einbußen. Deswegen habe ich auf Host gestellt, Host-Typ. Funktioniert gut. Wie gesagt, die MAC-Adresse, wenn ihr die nutzen wollt, die euch der Serial Chain ausgegeben hat, könnt ihr hier eintragen. Drückt hier einfach die neue MAC-Adresse ein. Ich habe jetzt die von hier genutzt und in der Datei eingetragen. Ansonsten, ja, er installiert schon. Und Neustart.
So, neu gestartet. Müsste der dann auch gleich erkennen. Ja, ich möchte es laden. Connection Timeout noch. Okay, hat etwas zu früh. Na komm. Na. Jetzt. Das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Datenschutzfehler ist mir schon klar. So, integrierte Pakete werden gestartet. Fragt uns jetzt gleich nach der Ersteinrichtung. Ihr seht auch vorhin, ich habe es jetzt bloß als Upgrade vorhin gemacht, den neuen Loader rauf. Und es hat auch funktioniert. Also ihr müsst da nicht jedes Mal das komplette NAS neu einstellen. Wollte euch bloß zeigen, dass es auch mit einer Neuinstallation funktioniert und nicht, dass ich irgendwelche angepassten Daten noch nutze. Oh, läuft ganz gut. Start. Ich nenne es mal wieder Proxmox Test. Ich möchte euch bloß zeigen, wo ihr das Update noch installieren könnt, diese kleine Update-Datei. Nein, ich möchte manuell. Ich möchte mich nicht anmelden. Ich möchte keine Daten übertragen. So, Speicherpool erstellen, klar. Basic weiter, die 200 GB kannst du komplett. Laufwerksüberprüfung überspringe ich jetzt maximal. Ich nenne jetzt auch keine Bezeichnung oder irgendwas rein. Ist jetzt wirklich bloß, um es euch zu zeigen. Gut, die Tour möchte ich jetzt nicht. Laufwerk ist da. Das hat er eingelesen. Paketzentrum bestätigen wir auch gleich noch. Die Meldung nervt mich. Systemsteuerung. DSM-Aktualisierung. Ah, und wir sehen, es ist sogar das Update 1 schon installiert. Ansonsten habt ihr hier manuelle DSM-Aktualisierung. Dann könnt ihr hier die kleine Pad auswählen. Geht auf OK, dann startet das, dann installiert er die Pad, startet das NAS neu und danach funktioniert alles wieder wie gewohnt. Ja, das war's dann eigentlich auch schon mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ich habe alle eure Fragen beantwortet. Und dann kann ich eigentlich bloß sagen, bis zum nächsten Mal.